Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4 hier in der Hotellobby. Jo, im letzten Part sind wir ja im Dunkeln rumspaziert, da wir ja vom Fahrstuhl runtergefallen sind und haben Klicker begegnet, ein Klicker-Boss ist uns entgegengelaufen und dann auch die Gangster-Ganoven sind hier aufgetaucht und wir haben Ellie noch immer nicht gefunden. Schauen wir mal, ob wir sie in diesem Part natürlich wiederfinden. Wir müssen jetzt hier hochklettern. Dann gehen wir mal hoch. Schauen wir mal, was passiert. Aua! Hör auf! Auf damit! Hau mir in die Fresse. Schnell drücken! Komm, 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 nimm die Waffe, nimm die Waffe! Oh. So geht es natürlich auch. Mann. Danke dir. Den habe ich hier voll erwischt, hä? Headshot. Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Danke, Ellie. Sehr nett von dir. Ich weiß, ich bin nicht lieb, aber ich bin ein Dieb. Nein, nicht ganz, aber egal. Jetzt dürfen wir jetzt endlich hoch. Einfach so Tritt in die Fresse bekommen. Das geht gar nicht. Kommst du mit? Hallo? Jemand zu Hause? Nein. Die bleibt unten, oder wie? Ja, okay, die kommt mit. Okay, sie kommt mit. Gibt's hier was Schönes für mich? Nix, nix für mich. Immer noch in der Hotellobby. Sicher noch Sachen verstreut hier. Bleib da, okay? Ich komm gleich. Ich guck, was da hinten ist. Ja. Ich geh nirgendwo hin. Nicht ohne dich, mein Retter in der Not. Ja, Teile. Na, gibt's hier noch was Schönes? Das war aber auch eine komische Bar. Yeah, yeah. Yeah. Baseballschläger. Nein. I need not the Baseballschläger. Dann hau ich nur auf die Rübe. Sonst ist hier gar nichts. Ich hätte jetzt gedacht, hier gibt's was Interessantes. Mülleimer rumstöbern können wir auch nicht. Ah, oh, die chillt ihre Seele da hinten. Ich komm schon. Wir gehen gleich weiter. Gehen wir, oder? Alles okay? Die Geräusche hören sich nicht gut an. Nochmal so ein Steinchen. Okay, anscheinend nix hier. Hier gibt's auch nix. Na super. Ellie? Ah, okay. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das. Immer ich. Ich hab nichts getan. Wehe, hier ist einer. Okay, nein. Ist nur eine alte Toilette. Ist voll. Hab ich irgendwie... Okay, ich hab alles... Eigentlich alles voll, hä? Ne, kann hier nichts verwenden. Gut, dann... Grandma Writer. Hände trocknen nicht vergessen. Wir müssen doch auf die Frauentoilette. Vielleicht gibt's hier was Schönes. Ja, mit Licht.
hier nichts? Gibt's hier nichts? Da liegt doch was. Oh, ein Firefly-Anhänger. Oh, lesen. Anhänger, der von Mitgliedern der Firefly-Miliz getragen wird. Okay, hier waren die anscheinend auch. Die Ganoven, ja? Da liegt noch was. Kleinzeug und so. Ist so ruhig hier, also mir ein Ticken zu ruhig. Aber nur ein Ticken. Gibt's da noch was Schönes für mich? Steinchen und so. Nein, 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 nein. Es war mein Hotel. Da liegt was. Yeah, Nahkampfwaffen verbessert. Modifikation erhalten, ein Treffer länger. Schauen wir das mal an. Lesen. Nahkampfhandbuch Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Knoten. Beim Verbinden von zwei Stangengegenständen ist es wichtig, korrekte Knoten und Bindetechniken zu verwenden. Okay. Umdrehen. Yeah, so sieht das aus. Okay. Heißt quasi. Ja, komm. Die Messer werden jetzt noch besser, oder wie? Aber ich kann nur drei immer haben. Okay, ich habe keine Nahkampfwaffe mehr. Wo ist meine Nahkampfwaffe hin? Die ist weg. Na, jetzt müssen wir rüber. Oh Gott. Das hört sich schon nicht gut an. Na? Jemand zu Hause? Sicher gleich Klicker, die zu Hause sind. Wow, unglaublich. Ganz viele Einzelteile. Yeah, 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 yeah. Einzelteile zum Verbessern meiner Modifikation. Na? Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Die weiß, was es ist, gell? Du musst nicht alles sagen, Mann. Die ist zwar jung, aber hat keinen Plan vom... Ja, du hast immer recht. Warum noch reden? Geh einfach weg, Joel. Natürlich. Was erwartest du? Die Tür könnte rausführen. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Dann müssen wir das herausfinden, wie wir da rauskommen. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Naja, war ja klar. Okay. Boah, und auch noch Krach machen, das ist immer gut. Hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Nein. Ich habe so das Gefühl, da kommen gleich welche. Schieb fester. Schieb. Na also. Kurze Rede, langer Sinn. Jetzt können unten welche kommen, ist mir egal. Ich schieße kaputt. Schieß kaputt, wenn da welche kommen. Ah, ich bin auch hier nicht alleine. Da sind doch sicher noch irgendwo noch ein paar Ganoven. Ich gehe jetzt mal geradeaus. Ich gucke gar nicht nach links, auch wenn da jemand ist. Aber hier liegen noch Sachen. Die kann ich sicher irgendwann gebrauchen. Hallo, Ellie. So. Immer schön sich umgucken. Aber irgendwas brauchen. Nein, hier ist nix. Geht's da raus aus dem Hotel? Ich glaub's ja nicht. Bin ja fasziniert. Hier noch irgendwas? Nein, nein, nein. Naja, dann gehen wir halt raus. Hui! Hallo! Hier sind wir ein bisschen draußen. Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen.
Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Okay. Ich hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man... Da muss ich die erledigen, wa? Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon Komm, redet der haut ab! Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geh zum Tor. Okay, verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Okay. Das heißt, ihr werdet auch alle draufgehen, meine Freunde. Das kann nicht stimmen. Dass die Crew tot ist? Ich glaube nicht, dass Eindringlinge sie alle erledigt haben. Was denn doch? Vielleicht kommt das Militär zurück. Oh, den habe ich einmal richtig erledigt. Eigentlich wollte ich ihn greifen, aber ich habe ihn voll auf die Rübe gehauen. So, da hinten stehen zwei. Okay. Da ist noch einer. Okay. Okay, der läuft so rum. Alle tot. Oh, da sind noch mehr im Lot. Na, wie geht's ihm da oben? Ihm geht's gut, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Na? Okay. Da kann ich natürlich nicht einfach rüberjumpen. Aber jetzt schon. Und erledigen wir den. Und tschüss, mein Freund. Du bist der Nächste, der ins Gras beißt. Hier liegen überall Sachen. So, Nummer. Du ist tot. Da ist einer, da ist einer. So. Boah. Da oben ist auch noch einer. Das ist scheiße. Das ist kacke, weil da oben, wenn der sich umdreht, mich sieht. Sonst ist hier keiner. Ist nur der hier. Ah, fuck, dann sieht der mich von oben. Es kommt nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut. So, mein Freund, na? Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck. Na? Der kommt wirklich zu mir, hä? Hab ich so das Gefühl. So, das ist Nummer 3. Da, der sieht aber auch schon infiziert aus. Bei den Augen. Kommt man da irgendwie hoch, dass man mit denen irgendwie kalt kriegt? Nein, hä? Nicht so das Gefühl.
So, der nächste. Geistert darum. Gehen wir hier rein. So. Mein Freund. Komm her. Dich habe ich. Da oben sieht mich nicht, oder? Hier haben den. Okay, da sind noch zwei und oben ist noch einer. Gut. Aber die auch erledigt. Wir kriegen sie alle. Da und da. Still, still und leise. Oh, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Der nächste. So. Wir haben fast alle. Tschüss. Wir sind gar nicht so schlecht. Wir kriegen hier alle. Hier ist uns keiner mehr, hä? Kann ich nur noch hier hoch? Ja, steht der da draußen noch? Wie komme ich denn zu dem, Maestro? Na? Der guckt da runter. So das Gefühl. Bams! Waren es alle? Weil es gerade so Don gemacht hat. Ach nee, da unten sind nochmal zwei. Okay, dann sind da unten nochmal zwei. Aber die meisten sind schon alle K.O. Hier gibt's gar nichts für mich. Ah doch. Ich könnte auch mal mit dem Bogen schießen. Das wäre auch sicher faszinierend. Okay, jetzt gehen wir erstmal runter. Runter, runter, runter. Okay, da drüben. Komme ich hinten rum? Nein. Ja, aber die sehen mich ja. Da kann ich ja machen, was ich will. Heilige Scheiße, siehst du das? Pass bloß auf. Fuck. Rüber. Runter. Hat er mich jetzt gesehen? Ne, der ist wieder zurück. Ist aber scheiße. Das ist kacke. Wir können höchstens. Die haben doch so schöne Molotow-Cocktails. Wir müssen die quasi. Den habt ihr, hä? Hier ist ein Toter! Oh. Oh. Und nochmal. Oh, schnapp den. Wow. Woher? Da kommt der her einfach. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, zu viele! Zu viele! Fuck, 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 ich bin fast tot! Scheiße! Warum hilft die mir nicht? Warum? Fuck! Schnell, schnell, schnell! Arzten!
Alter. Schnell, schnell, verarzen. Sag doch, dass die vorab gehen, dass da so viele kommen. Boah, Alter. Alter, warum sind denn das so viele? Was ist los, Mann? Hau ihn kaputt! Danke. So, die nächsten. Gut gemacht. Alter, das sind übelst viele. Okay, ihr könnt kommen. Das waren alle. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Das ist nur für den Notfall. Okay. Okay. Oh, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Sie hat quasi gerade alle erledigt, die noch hier rumgeschwirrt sind. Sonst hätte ich voll aufs Maul gekriegt und alles. Aber egal. Und jetzt hat Ellie natürlich eine Waffe in ihrer Größe. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Part für heute. Lasst eine Bewertung da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part gehen wir natürlich weiter und schauen, dass wir zur Brücke gelangen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.